Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück hier bei König Girard dem Wahnsinnigen. So kann man ihn, glaube ich, mit Fug und Recht inzwischen bezeichnen. Er ist erst 24 Jahre alt, seit 2 Jahren, glaube ich, erst König. Etwas überraschend auch König geworden, denn sein Vater ist noch relativ jung gestorben, mit 47, trank sich zu Tode. Und eigentlich sollte sein Bruder erben, Prinz Gusper III. Allerdings wurde der unter mysteriösen Umständen getötet. Sein Vater vermutete, dass es König Girard selbst war, er war es aber nicht, wie wir inzwischen wissen. Er ist ungeduldig, gerecht und gierig und gleichzeitig aber wahnsinnig, etwas, was seine Regentschaft hier durchaus dominiert hat in verschiedenen Punkten. Außerdem ist er Stotterer, als Mörder bekannt, einsiedlerisch und verschwenderisch und hat auch noch eine Katze. Ja, dieser Wahnsinn, der prägt ihn, und natürlich hat dieser Wahnsinn auch bei euch zu vielen Reaktionen geführt, und ich will auf diese Sache nochmal eingehen und nochmal begründen und erläutern, warum ich das jetzt so mache, wie ich es mache, und will auf ein paar Alternativvorschläge von euch nochmal eingehen, weil der Punkt ist doch jetzt sehr, sehr wichtig, denke ich, für die gesamte Regentschaft. Also, Wahnsinn kann man natürlich in diesem Spiel sehr unterschiedlich interpretieren und ausspielen. Ich glaube, da gibt es jetzt kein falsch oder richtig. Jeder, der das rollenspielerisch anlegt, muss da sein eigenes System finden. Ich denke, wir brauchen uns da jetzt nicht aufs Blut darüber zu streiten. Ich selbst denke darüber schon seit Crusader Kings 2 nach und habe da nie so ein richtig überzeugendes System gefunden, was mir gefallen hat. Ich will das nicht weiter ausführen, was da so die Probleme sind. Inzwischen bei ihm habe ich aber jetzt etwas angewendet, was ich tatsächlich in der Auswirkung noch mit am besten fand. Deswegen werde ich das auch weiter fortsetzen. Und zwar mache ich es jetzt folgendermaßen. Ihr habt es mitbekommen, dass ich die Events, also die kurzfristigen Entscheidungen, die spontanen Entscheidungen, die gewissermaßen von ihm aus dem Bauch heraus, vielleicht aus der Situation heraus entschieden werden, dass ich die auswürfle. Das bedeutet, das kann mal eine vernünftige Entscheidung sein und das kann aber auch mal eine komplett wahnsinnige Entscheidung sein. Insofern lohnt es sich auch nicht, meines Erachtens, das, was viele vorgeschlagen haben und was ich im Übrigen auch schon beim anderen Let's Play mal gemacht habe, dass man vorher nochmal würfelt, ob der Wahnsinn zuschlägt. Das lohnt sich meines Erachtens nicht, weil es gibt ja immer bei den Events auch vernünftige Optionen. Insofern reduziert man da den Wahnsinn sehr, sehr deutlich. Und genau das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wenn man das vorher nochmal extra würfelt, Wahnsinn oder nicht, dann passiert am Ende gar nichts Wahnsinniges. Deswegen werde ich das nicht so machen, vorher würfeln, sondern einfach das Event würfeln und dann schauen, was passiert. Das führte zu sehr interessanten Entwicklungen jetzt in letzter Zeit. Da gab es aber einen Hinweis und den werde ich gerne berücksichtigen. Und zwar gibt es Events, wo direkt der Wahnsinn gewissermaßen als Option genutzt werden kann oder angesprochen wird. In solchen Fällen werde ich tatsächlich dann auch die Wahnsinns-Event-Möglichkeit nehmen. Das ergibt wohl auch ganz interessante Geschichten, Folge-Events. Also das werde ich ein bisschen ändern. In dem Falle werde ich nicht würfeln. Jetzt wurde groß eingewendet, dass natürlich das schade ist, weil der Wahnsinn dann ja komplett alle Eigenschaften überdeckt. Das ist nur halb so. Erstens, ja, das tut er durchaus. Und ich finde, das macht ja auch den Wahnsinn aus, dass er die Persönlichkeit so weit entstellt und verändert, dass sie eben nicht mehr in jedem Moment erkennbar ist. Das ist ja gerade der Wahnsinn. Aber es gibt ja auch andere Entscheidungsebenen, nämlich so langfristige Entscheidungen, die man selbst aktiv trifft. Also zum Beispiel, wen greift man an, wen heiratet man, wie verlobt man seine Kinder, wen macht man zum Amtsträger am Hofe und so weiter. All diese Entscheidungen möchte ich nicht vom Wahnsinn leiten lassen, weil ich glaube, es muss sich irgendwie der Vernunft und Wahnsinn die Waage halten. Es kann nicht alles völlig chaotisch und sinnlos und ohne Vernunft geschehen, dann funktioniert es meines Erachtens auch nicht gut. Aus dem Grund ist das jetzt die Balance, die ich finden werde. Das bedeutet aber auch, dass ich jetzt nicht irgendwelche selbstmörderischen Angriffskriege unternehme gegen Länder, die wir verlieren werden und sowas alles. Also so will ich diesen Wahnsinn nicht spielen. Man könnte auch argumentieren, dass gerade bei langfristigen Entscheidungen dann der Hof, die Berater, alle möglichen Leute noch mit Einfluss nehmen, dass es sowas wie Checks and Balances gibt und dass der Wahnsinn, wenn er dann da zuschlägt, auch noch eingehegt wird. Also das ist jetzt der Weg, den ich praktizieren werde. Ein letzter Punkt, der angemerkt wurde, dass man den Wahnsinn noch so ein bisschen spezifizieren müsste, was genau jetzt der Wahnsinn wäre. Ich muss sagen, ich fühle mich rein vom Wissen her nicht in der Lage, das pathologisch
genau auszudifferenzieren, welche Krankheit nun dahinter stecken mag. Ich habe auch nicht so richtig Lust dazu und vor allem glaube ich, dass das Spiel auch nicht so differenzierte Entscheidungen hergibt, dass man das dann umsetzen könnte. Deswegen werde ich das nicht so medizinisch wahnsinnig begründen oder ganz genau ausformulieren, sondern ihr habt ja gesehen, was passiert, wenn der Wahnsinn zuschlägt. Okay, was waren die wichtigsten Ereignisse jetzt der Regentschaft? Auch nach, das noch zur Erinnerung, weil das uns beschäftigen wird. Also einmal haben wir den Onkel, das ist ganz wichtig, den haben wir Prinz Ück, den haben wir freigelassen. Unser Vater hat ihn ja verhaftet, weil er gegen seine Herrschaft rebelliert hatte. Mit dem wollten wir uns eigentlich versöhnen, allerdings hat das nicht so richtig geklappt. Er ist immer noch sehr, sehr sauer, aber er wurde rehabilitiert. Dann, und das war vielleicht die wichtigste Sache, die passiert ist, das war eine Wahnsinnsentscheidung. Er hat in einem Moment des Wahnsinns seine Frau getötet und das war eine Prinzessin aus dem Königreich Aquitanien. Das Bündnis ist damit aufgelöst und er steht ohne Frau da. Das muss natürlich verändert werden. Und er hat eine Geliebte und das ist, das müssen wir uns mal anschauen, wichtig natürlich, seine Affäre ist Gräfin Richenda der Provence. 37 Jahre, verheiratet mit Graf Henri der Provence. Und hier kommt jetzt schon mal ein Punkt ins Spiel, wo seine Eigenschaften meines Erachtens dennoch wirken. Denn er ist auch ein gerechter Herrscher. Und das bedeutet für mich, dass er nicht irgendwas unternimmt, um diese Ehe zu lösen. Weil natürlich die Herrschaft dort ist gerecht, die Ehe ist quasi rechtmäßig. Er wird dort nicht als Tyrann auftreten und sich diese Frau irgendwie auf diesem Wege holen oder an die Seite holen als neue Ehepartnerin. Nein, die Gerechtigkeit geht hier vor. Also das ist zum Fall, wo dann mal seine Persönlichkeit wieder eine Rolle spielt. Also, aber er wird diese Affäre trotzdem weiterführen. Er wird sich dennoch eine Ehepartnerin suchen. Und das Letzte, was ich erwähnen will, was passiert ist, was noch wichtig sein wird, es gibt einen Herzog hier, einen muslimischen Herzog, Israk, der hatte beim letzten Hoftag sich geweigert, den christlichen Glauben anzunehmen. Und das macht ihn zu einem Verbrecher. Und da werden wir, glaube ich, die Gelegenheit nutzen, ihn vielleicht zu enteignen, ihm den Titel wegzunehmen und dort die Herrschaft neu zu organisieren. Wir werden sehen. Dazu kommen wir gleich. So, das jetzt erstmal als Einführung. Jetzt haben wir wichtige Entscheidungen zu treffen. Okay, womit beginnen wir? Als erstes das Thema Heirat. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Natürlich müssen wir heiraten. Ich sagte, wir werden nichts unternehmen jetzt, um die Geliebte zu heiraten, um dort die Ehe zu trennen. Insofern wird es eine Vernunftheirat. Ich habe mich umgeschaut. Es wäre natürlich eine ziemliche Frechheit, in Aquitanien anzufragen und die nächste Prinzessin zu heiraten. Aber die lehnen das grundweg ab. Die hassen uns. Ne? Also da gibt es keine Möglichkeit. Es gibt zwei interessante Partien. Einmal in der Grafschaft Pavia. Der ist relativ mächtig, ist auch ein Karolinger. 1000 Mann. Der hat hier eine Schwester, Anne. Die ist 21, der Vorteil im gebärfähigen Alter. Wäre durchaus eine anständige Partie. Aber natürlich auch keine großartige Partie. Eine großartige Partie findet man im Ostfrankenreich. König Karlmann III., ein Kind, 3 Jahre alt, mit Schuppenflechte oder Schuppig, ist dort König. Und der wiederum hat eine Schwester, Agnes. Die können wir nicht, aber Agnes, da wäre es möglich, hier eine Verlobung durchzuführen. Das würde uns ein relevanteres Bündnis bringen. Es ist natürlich noch prestigeträchtiger. Und was für ihn, glaube ich, noch eine größere Rolle spielt, ist, dass die Mitgift größer sein wird. Der Nachteil ist natürlich, wir haben keinen Erben und es dauert erst 5 Jahre, ehe das möglich sein wird. Aber ich denke, sowohl Prestige als auch Mitgift spricht dafür, dass wir diese Verlobung hier arrangieren. Ihr seht, sie werden das Ganze annehmen, unter anderem, weil Karlmann und seine Leute sich ein Bündnis wünschen. Wir werden das mal machen, diesen Vorschlag. Prinzessin Agnes hier eine Verlobung anzubieten. So, dann gibt es immer noch das Problem der Erbin. Wir haben ja unsere Schwester, weil wir kein Kind haben, als Erbin. Und die müssten wir eigentlich auch verloben. Aber die müssen wir matrilinear verloben oder verheiraten. Als Ausnahmesituation, damit unsere Dynastie nicht komplett wechselt, ne? Also damit
damit wir kein Game Over erleben. Ich denke, das ist in diesem Falle legitim, das zu machen. Ich will aber diese Entscheidung noch ein bisschen herauszögern. Dann habe ich gesehen, dass wir einen Rivalen haben und was da besonders relevant ist, der Rivale ist unser Ratsverwalter und das geht natürlich nicht. Es wurde übrigens darauf hingewiesen, dass unser Mann sehr gut kämpfen kann. Das Problem ist, dass gerade aus diesem Grund Herausforderungen nicht akzeptiert werden. Insofern ist es ein bisschen schwierig, das zu praktizieren. Aber wir werden Ratsverwalter wechseln. Ich denke, Gräfin Brigida ist vielleicht eine interessante Wahl, denn erstens ist sie eine gute Verwalterin, einigermaßen gut, und zum Zweiten ist sie eine mächtige Vasallin. Das wird sie vielleicht etwas auf unsere Seite bringen. Ja, minus 32 ist doch nicht schlecht. So, dann gibt es noch ein Problem, dass wir über der Domänenschwelle liegen. Ja, auch weil wir keine Ehepartnerin haben. Das wird sich ja noch etwas länger hinziehen, bis sie dann an unseren Hof kommt. Aus dem Grund werde ich eine Grafschaft abgeben und es wird Najera sein. Und ich habe mir überlegt, dass ich hier einen relevanten Ritter zum Grafen mache, und zwar Henrique. Henrique ist nämlich auch ein ganz guter Krieger, beziehungsweise also Anführer. Den könnten wir vielleicht sogar zum Marscher machen. Wir werden mal sehen. Also wir werden ihn hier zum Grafen dieser Grafschaft machen. Möglicherweise wird er auch zum Herzog. Das wird sich noch zeigen. Das hängt jetzt von dieser Sache ab. Von Herzog Israk, wie das weitergeht. Ich schaue mal, ob ich hier die Marschallposition noch verändere. Graf Bernard, den mögen wir allerdings sehr. Okay, weil er an einem Festmahl teilgenommen hat. Ein bisschen am Gucken. Ja, den mögen wir auch. Er ist etwas besser, aber er ist rechtfertigt, glaube ich, nicht jetzt hier einen Wechsel im Rat. Wir belassen das erstmal so. Der andere ist eine Option. So, dann bei den Hofämtern will ich nochmal schauen. Also ich denke, es gibt so Standardämter, die unsere Könige haben. Und dann gibt es Ämter, die sie je nach Eigenschaften einsetzen. Hofarzt, Hofantiquar ist, denke ich, ein Standardamt. Ein Vorkoster würde ich sagen auch. Seneschall auch. Beim Mundschenk würde ich sagen, nein, das ist jemand, der sehr gern isst. Und ihr wisst, unser letzter König war das. Wie heißt die Eigenschaft nochmal? Er war unersättlich. Ich denke, das passt ganz gut. Den werden wir einfach mal entlassen. Und bei den Leibwächtern würde ich sagen, ein Leibwächter, das ist Standard. Zwei Leibwächter, da muss man schon konkrete Angst haben oder paranoid sein. Deswegen werde ich auch diesen hier entlassen. Der kann uns sowieso nicht leiden. Okay, ich denke, das wäre es bei den Ämtern. Pilgerreise weiß ich nicht so recht. Wir kümmern uns jetzt tatsächlich mal um diesen renitenten Herzog. Halt! Eine Sache ist mir noch eingefallen. Weil wir gierig sind, auch deshalb sollten wir ein gutes Verhältnis hier zu unserem Erzbischof haben. Wir werden mal hier eine Beeinflussung starten. Wir sind nicht gut darin. Mal gucken, wie das dann enden wird. Okay, jetzt stellt sich hier die Frage bezüglich des Herzogs. Und ich denke, wir werden Folgendes tun. Wir werden versuchen, ihm den Titel abzuerkennen. Oder wollen wir ihn erst verhaften? Ist das eigentlich relevant, was man zuerst macht? Eigentlich müssten wir ihm alle Titel geben, ne? Da er nur landlose Titel hält. Ja. Okay, wir werden ihm mal den Titel des Herzogs wegnehmen. Und da wird er sich verweigern. Dann wird es zum Bürgerkrieg kommen. Und dann können wir, glaube ich, dann ist er verhaftet und dann können wir, glaube ich, mehr unternehmen. Also ich glaube, wir können ihn da komplett rausdrängen. Das passt, denke ich, ganz gut. So, schauen wir mal, wie er darauf reagiert, beziehungsweise wissen wir eigentlich schon, wie er darauf reagieren wird. So, erstmal ist das Bündnis geschmiedet worden durch die Verlobung. Und ist das jetzt, er überdenkt die Geschichte. So, Gräfin Brigida greift Herzog Gusper an. Okay, das ist nicht so schön. Gusper ist einer der Herzöge, die wir hier neu ernannt haben. Der uns dementsprechend sehr wohl gesonnen ist. Genauso im Übrigen wie Herzog Gomez in Granada. Können wir das irgendwie verhindern? Warte mal, aber ich glaube nicht, ne? Nee.
Können wir nicht, weil sie nicht Teil unserer Dynastie ist. Ja, doch hier, Vasallenkrieg beenden. Natürlich, geht. Ja. Die macht einen Grenzüberfall? Nee, das ist doch ein anderer Krieg, oder? Warte mal, hat die... Ja, tatsächlich, das läuft als Grenzüberfall, was sie hier macht. Okay, sie will ihn nur ausrauben. Ich meinte, oh, als gerechter Herrscher müssten wir da dennoch einschreiten. Ja, ich denke, das sollten wir verhindern. Mal gucken, was sie für eine Gegenforderung hat. So, jetzt ist der Krieg erklärt worden. Und das heißt, wir können direkt hier unsere Truppen ausheben. Wie viel haben wir eigentlich? Oh, wir sind mit 5000 deutlich überlegen. Wir werden aber trotzdem nahezu alle ausheben, um der Sache hier schnell ein Ende zu bereiten. Dieser Krieg hat mir einen zu hohen Preis abverlangt, sagt Gräfin Brigida im Übrigen unsere Ratsverwalterin. Als dass ich ihn jetzt aufgeben könnte, allerdings könnte mich ein kleiner Betrag zu meiner Schatzkammer womöglich vom Gegenteil überzeugen. Für 100 Gold. Wir sind verschwenderisch. Wir haben, glaube ich, kein Problem damit. Wir haben Interesse daran, dass jetzt hier ein gerechter Frieden herrscht. Insofern, ja, zahlen wir ihr die Summe. Und unsere Armee ist bereit. So, wir haben sogar einen Belager hier direkt als Anführer, einen Hauptmann eines Trupps. Ach, haben wir noch... Ach so, wir haben ja noch... Haben wir noch Söldner? Bin mir nicht sicher, wie der jetzt hierher kommt. Wie auch immer, wir marschieren direkt zur Hauptstadt. Das müsste diesen Krieg dann eigentlich schon relativ schnell beenden. Oh, der Gegner wird dort sogar aufgehalten. Das ist natürlich für uns hervorragend. Sehr, sehr gut sogar. So, was passiert? Ein Verbündeter greift noch ein in diesen Krieg. Allerdings hat der auch nur 300 Truppen. Das spielt keine Rolle. Dann, was haben wir hier? Königin Mutter. Hana, richtig, die ist ja auch noch da. Übrigens die mächtigste Vasallin, Herzogin im Reich. Greift Graf Enric an. Auch hier ein Grenzüberfall. Aha, gut, mit dem haben wir jetzt nicht so viel zu tun. Ja, es ist unsere Mutter, ne? Lassen wir sie mal gewähren. Das ist alles dasselbe. Okay, außerdem ist sie unsere Verbündete. Da werden wir nicht eingreifen. Und wir greifen aber in diese Schlacht ein. Können so den Gegner hier schon vernichtend schlagen und gleich mit der Belagerung beginnen. Allerdings hat der Sieg gar keinen Kriegsstand gebracht. Möglicherweise, weil er im Zusammenhang einer anderen Schlacht stattgefunden hat. So. Die gegnerische Armee flieht und die Belagerung dauert dennoch 6-5 Monate, vielleicht etwas schneller, weil wir einen Belagerungsanführer haben. So, was wird der Gegner unternehmen? Okay, unsere Mutter hat nicht mehr die Eigenschaft Louis. Hm. Ein Grund ja, dass sich unser Vater, der inzwischen verstorben ist, sich von ihr distanziert hat. Aber sie ist eine erstaunliche Persönlichkeit, wie ich finde. Mal sehen, was sie hier noch erreichen wird. So, Graf Clotaire hat einen Krieg gewonnen. Das ist irgendwo in Italien. Achso, das ist der in Pavia. Da hatten wir ja auch eine Verlobung in Betracht gezogen. Da gibt es eine Belagerung, die jetzt aber für uns keine große Rolle spielt. Karlmann brauchen wir nicht rufen. Wir warten jetzt einfach unsere Belagerung ab. Dann stellt sich natürlich die große Frage, wer wird dort Herzog? Aber potenziell könnte das Graf Enric werden. Müssen wir mal sehen. Wir selber können ja keinen Titel mehr haben und Kinder haben wir auch nicht. Das ist, Freunde haben wir auch nicht, bei denen das möglich sein wird. So, was habe ich hier... Nee, ich habe noch nichts falsch gemacht. Ich dachte schon, wir hätten eine Belagerung gewonnen und irgendjemand gefangen genommen. Nein, euer Cousin Graf Centule wurde gefangen genommen. Ah, das ist hier auch irgendein interner Krieg. Mhm. Gräfin Margarida greift hier an. Aber eine Sache, die uns eher wenig betrifft. So, und da haben wir jetzt einen Sieg errungen. Aber hier passiert so viel gleich nebenbei. Brigida ist gestorben.
Ui, okay. Möglicherweise, nee, das war das Teil dieses Konfliktes, den hatten wir eigentlich beendet. Okay, da müssen wir natürlich gleich reagieren. Fraktion hat sich aufgelöst und es gibt einen neuen Krieg in der Nachbarschaft. König Alba greift Lothien an. Ja, das ist aber jetzt, stimmt. Hier hat sich auch noch was Merkwürdiges entwickelt. Die Sache habe ich schon mal recherchiert. Das Königreich Alba hat jetzt Besitztümer in Aquitanien. Da kam es zu einer sehr, ja, ungewöhnlichen Erbschaft. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass hier nur in weiblicher Linie vererbt wurde, dieses Herzogtum, diese drei Grafschaften, und dass dementsprechend es dann eine Heirat gab in Richtung Schottland und es auf diesen Umständen zu diesem Gebietswechsel gekommen ist. Das wird die Aquitanier natürlich stören, aber dadurch, dass das unsere Nachbarn sind, werden wir jetzt informiert über Kriege, auch die dort in Schottland stattfinden. So, wir wollen aber jetzt erstmal unsere Forderung durchsetzen und den Herzog einsperren. Und damit dürften wir jetzt auch die Möglichkeit haben, ihm nun endgültig Titel zu entziehen. Was das allerdings mit der Grafschaft selbst auf sich hat, bin ich mir nicht ganz sicher, weil er nur Landlose... Er hat doch die Grafschaft. Das finde ich irgendwie merkwürdig. Mal gucken, was passiert. Wenn wir ihm das Herzogtum wegnehmen... Herzogtum von Saragossa ist aberkannt worden. So, jetzt ist er jetzt noch Graf. Und nun können wir ihm das sicher auch wegnehmen, oder? Die Grafschaft von Navarra, genau. Die Moschee wird dann automatisch weggenommen sein. So, damit hat er gar keine Titel mehr. Im Übrigen auch er ist unser Rivale oder Rivale geworden. Okay, dann müssen wir jetzt überlegen, was machen wir denn damit? Da haben wir allerdings nicht allzu viele Optionen, um ehrlich zu sein. Und ich tendiere dazu, dass wir diesen Graf Henrik, den wir hier zum Grafen gerade gemacht haben, dass wir den auch direkt zum Herzog machen. Denn das Ganze ist Teil des Herzogtums Navarra, ja. Ich glaube, so erledigen wir das. Wir werden ihm den Titel geben... Navarra und... Herzogtum Navarra und das Bistum gleich mit. Dann haben wir wieder die Domänengröße. Das behalten wir noch, um noch ein bisschen Steuernahmen mitzunehmen. Der wird trotzdem erstmal zufrieden sein, weil er eben Herzog geworden ist. Und ich sehe gerade, der Typ ist besser geworden, stärker geworden. Er hat jetzt, wahrscheinlich, weil er geheiratet hat, durch die Herzogin Munia, die er sich genommen hat. Eine Bluterin, aber mit einer guten... Die Werte müssen anders verbessert worden sein. Nee, Unterstützung von Ehepartner plus 3. Ja, das ist es. Okay, damit wird er zu einem echt starken Mann, den wir auch hier in den Rat holen können. Und vielleicht machen wir ihn direkt zum Ratsverwalter. Ja, natürlich. Neben unserem Rivalen ist er der beste Mann. Ja, hervorragend. So kommt eins zum anderen. Unsere Armee können wir wieder auflösen. Und damit ist ein erstes Ziel erreicht worden. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit unseren ganzen Gefangenen? Idealerweise wäre natürlich Lösegeld gut. Das ist unser Rivale. Als gerechter Herrscher würde ich sagen, ist Hinrichtung gerecht? Naja, es ist auf jeden Fall nicht verboten, ne? Wir sind ja auch nicht mild oder so. Auch eine Hinrichtung kann gerecht sein, ja, absolut. Ich denke... Seine Taten, die legitimieren das. Wir werden ihn auf dem Scheiterhaufen verbrennen. So. Alles klar. Dann, ich habe übrigens die Mod deaktivieren müssen, weil sie nicht mehr ganz so gut funktioniert, weil es da Probleme gab. Deswegen hören wir jetzt kein verbrennendes Schreien. Können wir hier Lösegeld fordern? 10 Gold. Ja, werden wir tun. Hier kriegen wir noch ein Druckmittel, aber ich denke, es gibt keinen Grund, dass wir die jetzt hier bei uns behalten. Irgendwelche Frauen und Kinder, die werden wir so loswerden. Und dann gibt es hier noch eine Isabella im Gefängnis. Und entweder habe ich es vergessen oder wir haben nicht mitbekommen, warum die im Gefängnis sich befindet. Sie ist auch schon 3 Jahre, das heißt vor Beginn
der Regentschaft von unserem König ist sie ins Gefängnis gekommen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich würde mal sagen, das wird seine Gründe haben. Wir lassen sie noch mal ein bisschen. Vielleicht wird sie dann später noch mal freigelassen. So, wir werden nicht mehr von der Anspannung übermannt. Ja, vermutlich wegen der Hinrichtung. Ich weiß nicht genau, was dazu geführt hat. Ah, wir hatten noch Söldner. Alles klar. Gut. Das ist die Antwort darauf gewesen. Und jetzt ist die Frage. Wir müssen bedenken. Also einerseits ist es so, dass wir verschwenderisch sind. Das heißt, wir geben gerne auch Geld aus für Dinge. Andererseits sind wir auch einsiedlerisch. Das ist natürlich die Frage. Passt da eine Jagd dazu? Es ist eigentlich eine Hofjagd. Man könnte es so interpretieren, dass man alleine diese Jagd stattfinden lässt. Ja, ich denke, wir machen mal eine Jagd und lassen das Horn erklingen. So, da ist erstmal Lösegeld und alles andere akzeptiert worden. Die sind entlassen worden und Prinz Waldipert von Spoleto greift den Papst an. Okay, es geht um Ancona. Oh, interessant. Spoleto ist in unserer Nachbarschaft. Und wir jagen einen Hirsch in Weiß. Ich reite vor der Gruppe, als es plötzlich leise wird um mich herum. Die Stille ist fast greifbar und ich höre kaum mehr die Schritte der Pferde. Als ich gerade Kehrt machen und die anderen suchen möchte, sehe ich es vor mir verschwommen, wie in einem Traum. Hirsche sind von Natur aus anmutig, doch dies ist ein Prachtstück, weiß wie Schnee. Aber auch hier kommt der Wahnsinn zum Tragen. Ich werde jetzt keine Ausnahme machen, obwohl man natürlich gerne so ein besonderes Tier jagt. Schauen wir mal. Ich würfle eine 6 und das bedeutet... nein, also in seinem Wahnsinn findet er das Tier gar nicht so toll und sagt, es ist ein ganz gewöhnliches Tier, jage ich eben ein anderes. Dafür erhält er konzentrierte Aufmerksamkeit. Dieser Charakter weiß, wie man sich auf genau die Dinge konzentriert, die seine sofortige Aufmerksamkeit erfordern. Oh, das bringt uns sogar +2 Verwaltung, na sowas. Verändert allerdings nicht unser Domänenlimit. Wir kehren aus der Wildnis zurück, erhalten ein bisschen Prestige, ansonsten relativ unspektakulär. Was übrigens noch angesprochen wurde, ob es nicht angemessen wäre, was ist eigentlich hier mit unserer CU? Schaut mal, sie ist Trunkenbold geworden. Unsere Affäre, vermutlich ist sie unglücklich. Ach so, unersättlich ist sie auch noch dazu. Ja, und beginnt, weil sie uns ja eigentlich auch liebt, mit dem Trinken, so stelle ich es mir vor. Es wurde vorgeschlagen, dass wir hier einen Schaukampf machen oder ein Duell. Das geht im Übrigen mit ihrem Partner gar nicht, weil er nicht unser direkter Vasall ist, sondern sie ist Gräfin, nicht wahr? Ich glaube, das ist der Grund. Auch ganz interessant. So, Pilgerreise ist auch nochmal so ein Thema, aber ich glaube, ja, okay, also er ist einsiedlerisch, aber gerade als Einsiedler könnte man auch so eine Pilgerreise unternehmen, wo man sehr alleine unterwegs ist. Und für einen guten christlichen König in dieser Zeit, einmal in seinem Leben zumindest, sollte eine Pilgerreise eigentlich drin sein, oder? Normal sein. Es muss nichts Spektakuläres sein. Aber vielleicht zum Papst zu pilgern? Ja, ich denke, das sollten wir jetzt mal tun. Vielleicht ein guter Moment. Scheint relativ stabil zu sein im Reich. Also, wir bereiten die Reise vor und wollen zum Papst reisen, ja. Eine lange Pilgerreise in die Vatikanstadt. Zeit für die Abreise. Bin mal gespannt, auch da kann ja immer mal... Oh, wir werden in den Krieg gerufen. Das ist natürlich eine relevante Angelegenheit. Auch weil wir ein gerechter Herrscher sind, werden wir natürlich jetzt auch tatsächlich kommen und helfen, denke ich mal. Und zwar geht es sogar um einen Verteidigungskrieg. Jülenische Eroberung der Grafschaft Mecklenburg. Ah, okay. Mecklenburg ist im Besitz der Ostfranken und Jüland ist... Das sind Nordmänner. Boah, mit 8300 Mann. Das ist eine große Sache. Ja, nachvollziehbar, dass er unsere Männer haben möchte. Ja, wir nehmen an, denn ich denke, wir werden dann unsere Truppen auch ausheben und
dort hinschicken. Wir verlegen den Sammelpunkt, so dass wir einigermaßen nah bei sind. Ich meine, angesichts der Tatsache, dass unser König selber gerne kämpft. Ja. Ich denke, ich habe da tatsächlich, genau, ich hätte eigentlich bei den letzten Truppenaushebungen das mit berücksichtigen sollten, sollen. Ich hatte ja eigentlich gesagt, dass normalerweise in dieser Zeit der Herrscher mit den Truppen zieht, als Anführer mit dabei ist. Ich hatte bei unserem Vorgänger eine Ausnahme gemacht, weil er ja, ich glaube, kein Bein mehr hatte, oder? Es gab da irgendwelche Gründe. Ich erinnere mich, dass wir irgendwie nicht ganz versehrt waren. Aber wir sollten wieder auf diese Tradition zurückkehren und mit dem König marschieren. Insofern... Ah, geht gerade nicht, weil wir natürlich auf Pilgerfahrt sind. Okay, dann wird Herzog Henrique, glaube ich, die Sache anführen. Ja, und sobald unsere Pilgerfahrt beendet ist, werden wir, glaube ich, dann zu unserem Herr stoßen. Das ist auch eine gottgefällige Angelegenheit, denn es sind ja Heiden, gegen die wir kämpfen. Ich frage mich, ob noch irgendwas passiert hier auf der Pilgerfahrt. So. Noch ein Bündnispartner tritt ein. Das scheint wirklich eine große Sache zu sein. 9000 gegen 7600. Mit unseren Truppen und unsere Söldner werden wir bald verlieren. Verlorene Gefährten. Das kommt wahrscheinlich, weil wir so einsiedlerisch unterwegs sind. Mit jeder Woche, die vergeht, wird meine Gemeinschaft kleiner. Ich stelle mir vor, der König rennt wie ein Wahnsinniger vor der Gruppe weg, auch weil er in Ruhe gelassen werden wird. Einige Mitglieder werden übermannt von ihrem Heimweh, andere finden ein weniger glückliches Ende. Am meisten Sorgen macht mir, dass auch meine Leibgarde alarmierend schnell kleiner wird. Allein daran sieht man schon, wie heimtückisch diese Reise sein kann. Ja, die wollen alle nicht mit diesem wahnsinnigen Mann reisen. Ja, schauen wir mal kurz, wie wir darauf reagieren werden. Ich würfle eine 6 und ich brauche nur den Schutz von oben. Wir erhalten göttlichen Schutz. Diplomatie pro Hingabe, Ränkespiel minus pro Hingabe, Frömmigkeit erhöht sich. Gut. Und an dieser Stelle machen wir dann erstmal wieder eine Pause. Ja, und da hatten wir, und das ist in die Richtung derjenigen erwähnt, die Angst hatten, dass zu viel Wahnsinn auftaucht. Diesmal einige Monate ohne bedeutsame, wahnsinnige Entscheidungen. Aber ein interessanter Krieg steht uns bevor und noch ist die Pilgerfahrt nicht beendet. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.